Hallo Internets, ihr habt sicher schon von diesem seltsamen UFO gehört, welches zurzeit seine Runden durch das Internet dreht. Ich weiß, ich bin verhältnismäßig spät dran damit. Zu meiner Verteidigung. Ich habe schließlich noch ein Leben außerhalb des Bildschirms. Ja, richtig, der verschwommene Rand um dein Smartphone herum nennt sich Realität. Aber kommen wir nun zu diesem aberwitzigen Objekt. Gefilmt hoch oben über den Wolken durch einen professionellen Kameramann namens Cary Forides. Der Link zu seinem Kanal und zu seiner Originalaufnahme findet sich selbstverständlich in der Beschreibung. Der Flieger befand sich zu dem Zeitpunkt über der Türkei, ungefähr bei Izmir, in Richtung Athen unterwegs um 16.30 Uhr Ortszeit am 21. März diesen Jahres. Für mich sieht das eindeutig nach einem Abgasschweif aus. Durch den hohen Kontrast, welchen uns die Wolken liefern, erscheint der Schweif sogar fast schwarz. Verwunderlich ist, dass wir diese eventuelle Rakete oder was auch immer das ist, erst aufsteigen sehen und sie sich kurz darauf fast waagerecht hinlegt und zudem noch in die Länge streckt. So eine lange Abgaswolke habe ich bisher nur bei Raketen beobachtet. Allerdings nicht so schmutzig. Vielleicht sehen wir hier einen militärischen Test einer Langstreckenrakete. Aber wieso steigt sie über der Türkei auf? Und viel wichtiger ist, was ist das vermeintliche Ziel? Es gibt Menschen, die behaupten, hier ein anderes Flugzeug zu sehen. Laut meinen vorliegenden Informationen steigt ein Flugzeug aber nicht so steil auf, wie wir das am Anfang des Videos sehen können. Das wäre eine zu große Belastung für Mensch und Material. Zudem ist ein Steilflug nach oben mit viel Energie verbunden. Passagierflugzeuge verhalten sich nicht so. Das Objekt scheint sich von dem Flugzeug zu entfernen und ist nach einer Weile kaum noch in der Ferne zu erkennen. Es ist bis zum Schluss eine Aufwärtstendenz zu erkennen, jedoch nicht mehr so steil wie zu Beginn. Es könnte sich aber auch hier wieder um eine optische Täuschung handeln, da das Flugzeug eine Kurve zu fliegen scheint und das Objekt aus verändernden Perspektiven zeigt. Vielleicht glauben die Insassen ebenfalls, ein UFO in dem Flugzeug hier zu sehen. Oder Mad Mike Hughes hat es endlich geschafft, mit seiner dampfbetriebenen Rakete abzuheben, um ein Foto von der flachen Erde zu schießen. Oder Kim Jong-un hat ein neues Testgelände gepachtet. Oder, who knows? Also ich würde mal sagen, wir sehen hier eine Rakete mit schmutzigen Abgasen. Für mich eindeutig, aber dennoch sehr ungewöhnlich. Warum äußert sich keine Luftfahrtbehörde dazu? WTF? Oder hat die Türkei etwa keine Ahnung, was in ihrem Luftraum geschieht? Wenn ich etwas Neues dazu höre, werde ich es hier hochladen, also vergiss nicht, ein Abo dazulassen. Ein weiteres UFO ungewöhnlicher Natur wurde am 11. März in Arizona gegen 19.07 Uhr durch John Martinez aufgezeichnet. Der Link zu seinem Kanal und zum Originalvideo mit 9 Minuten Länge findet ihr selbstverständlich in der Beschreibung. Wir sehen ein sich in der Form stark veränderliches Objekt, welches aus zwei Teilen zu bestehen scheint. Das Video ist sehr verwackelt, wodurch nur einige wenige Blicke auf das Objekt zu erhaschen sind. Die beiden sichtbaren Teile scheinen zu glühen oder zu glimmen. Ich kann mich an eine Sichtung mit einer ähnlichen Beobachtung vor einigen Jahren erinnern. Sehen wir hier ein Abfallprodukt eines Fabrikschornsteins oder irgendein interessant verbranntes Stück Asche? Oder könnte es sich um irgendeine Art Flugzeug handeln? Ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls noch keinen Reim darauf machen. Wenn du etwas erkennst oder dieses Phänomen kennst, würde ich mich über einen Kommentar unter diesem Video freuen. Mein YouTube-Kollege und Lieblingswaffenschmied Jörg Sprave hat die wunderbare Idee einer YouTuber-Gewerkschaft. Nachdem YouTube in den letzten Jahren immer mehr zu einer Ungleichbehandlung tendiert und mittlerweile ganze Kategorien aus der Monetarisierung ausklammert, dies zum Großteil sogar durch Bots gemanagt wird, ist eine Gewerkschaft für uns Creator ein Anfang, unsere Rechte zu stärken. Da Jörg auf seinem Kanal in Anführungszeichen Waffen produziert, ist er von der Adpocalypse wahrscheinlich besonders betroffen. Haben wir überhaupt Rechte auf YouTube? Schließlich ist YouTube ein privater Verein, welcher seine eigenen Regeln vorgeben kann. Natürlich innerhalb der gesetzlichen Regelungen, das Internet ist schließlich kein rechtsfreier Raum. Dies tut YouTube auch zunehmend. Es werden ganze Kanäle zu bestimmten Themen systematisch unterdrückt oder durch Bots deaktiviert. Den Ärger hat der einzelne Creator. YouTube selbst ist sich dessen Ausmaß scheinbar nicht bewusst oder damit überfordert. Der Frust der Werbetreibenden scheint über dem Frust der Creator zu stehen. Die Sponsoren werden also besser behandelt als die Angestellten, ganz banal gesagt.
Und was passiert einer Firma, die ihre Mitarbeiter schlecht behandelt? Righty right. YouTubes Job war es bisher, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und die Werbepartner in Form von Werbung bereitzustellen. Somit hatte jeder die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Da aber einige größere Werbepartner abgesprungen sind und YouTube ein kapitalistischer, gewinnorientierter Verein ist, sah YouTube sich in der Pflicht, in die Inhalte auf der Plattform einzugreifen, in Form von nicht bzw. eingeschränkt monetarisierbaren Kategorien. Das ist in meinen Augen eine moderne Form von Zensur. Und durch die Automatisierung durch Bots scheint das ganze System willkürlich in seiner Ausführung. Manche Creator sind halt gleicher als andere, oder wie kann ich das verstehen? Ein Moment, ich frag mal gerade George Orwell. Wenn dabei ein paar Creator auf der Strecke bleiben, ist das noch längst nicht so schlimm für YouTube, als wenn ein großer Werbepartner abspringt. Also wird der Algorithmus wohl erstmal so bleiben, da er treue Werbepartner garantiert. Es müssen auch kritische Themen auf der Plattform sichtbar bleiben. Inhalte mit brisantem Inhalt oder Namen von Politikern dürfen nicht zensiert werden. Sensationelle oder schockierende Themen müssen diskutiert und gezeigt werden können. Bots verstehen keine Satire oder Ironie. Politisches Kabarett, welches auf die Missstände in der Gesellschaft hinweist, wird komplett gedisst, zu kritisch. Soziale Brennpunkte, von denen es immer mehr zu geben scheint, können nicht mit Werbung monetarisiert werden und. Die Liste wird immer länger. Es kommt dabei nicht nur auf die Creator an, sondern jeder Mensch, welcher YouTube nutzt, sollte sich für die Rechte von YouTubern einsetzen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Gründung einer Gruppe. Diese findet ihr auf Facebook. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Im Prinzip kann jeder sich dort anmelden. Es ist noch keine richtige Gewerkschaft, aber ein Schritt in diese Richtung. Ich habe mich in der Gruppe angemeldet und bin gespannt, welche Fortschritte diese Idee machen wird. Jörg Sprave hat zumindest ein ordentliches Echo auf diesen Aufruf bekommen. Zu Recht, wie ich finde. Ich gehe bei dieser Idee mit. YouTube muss die Ungleichbehandlung unterbinden. Dafür setze ich mich ein. Mach auch du mit, denn du bist das Universum. Also fang bei dir an.